An Spieltag Nummer 19 kommt es zum Aufeinandertreffen des THSV Eisenach gegen den HC Erlangen. Und somit spielt auch Manuel Zehnder gegen seinen Stammverein. Er ist ja ausgeliehen von den Franken. Es entwickelt sich vom Start weg eine intensiv geführte Partie mit reichlichst Zweikämpfen. Keine Mannschaft kann aber zunächst davonspringen. Nach knapp 10 Minuten markiert dann Manuel Zehnder das 4:3 für die Gastgeber. Zehnder offensiv immer wieder gesucht, aber nicht fehlerfrei. Technischer Fehler von ihm, Tempogegenstoß über Christoph Steinert. Und der EM-Fahrer auf Rückraum rechts lässt sich nicht zweimal bitten, markiert das 8:8. Erlangen dann mit einer guten Phase nach zwei Drittel des ersten Durchgangs. Mats-Peter Lomborg mit dem Durchbruch auf der halbrechten Position und einem schönen Heber über Keeper Spikic hinweg zur Führung. Das letzte Wort in Durchgang Nummer 1 hat dann aber wieder Manuel Zehnder. In Unterzahl markiert er das 15:14. Gleichzeitig der Halbzeitstand. Die Stimmung auf den Rängen entsprechend. Die Werner-Assmann-Halle natürlich ausverkauft mit 3.150 Fans. Und die sehen dann nach 12 Minuten des zweiten Spielabschnitts die erste 3-Tore-Führung durch Snyder. In den ersten 7 Minuten des zweiten Durchgangs konnte Eisenach nicht einen einzigen Treffer markieren. Erlangen aber konnte es nicht nutzen, robbt sich aber wieder ran. Hampus Olsson nach gut 50 Minuten mit dem Anschluss zum 21:22 aus Erlangener Sicht. Und nach gut 56 Minuten ist es dann wieder eine komplett offene Partie. Nico Büdel mit dem Ausgleichstreffer. Standing Ovations für die Schlussakkorde. Und es ist dann mal wieder Manuel Zehnder, der durchbricht. Und das 27:25 markiert. Insgesamt kommt er auf 11 Tore und ist Garant des Erfolgs. 28:26 der Endstand für Eisenach. Ich glaube, ich ging selber ein bisschen über die Grenze heute. Und, ja, das war wirklich ein Wellensieg. Und man hat wirklich gespürt, dass egal was uns passiert oder was uns da passiert in der zweiten Halbzeit, wir stehen auf, wir machen weiter. Und das macht mich unglaublich stolz. Ja, es kam taktisch auf uns viel diese Variante mit den 4 Rückraumspielern. Und das haben wir vielleicht über so 60% der Zeit gut verteidigt. Vor allen Dingen so die ersten 30 Minuten, würde ich sagen. Wir haben insgesamt einfach zu viele Tore kassiert. Und deswegen darf am Ende der THSV Eisenach jubeln. 28:26. Beide Teams sind mit 13:25 Punkten in der zweiten Hälfte der Tabelle zu finden. Weiter geht's dann in der Liga im Februar.